Bodybuilder sind auch nur Menschen. Sie haben Gefühle, Ängste und Träume. Der Sport hat sie geprägt und ihr Leben verändert. Big Sound-Athlet Dominik Woiwat ist ein perfektes Beispiel dafür, dass man seine Ziele verwirklichen kann. Und jetzt gibt ihr die neue Folge von Das ist Bodybuilding in die Fresse rein. Wie geht's dir, Dom? Und was beschäftigt dich aktuell? Gut, den Umständen entsprechend. Ich mag den Aufbau nicht so. Also das heißt, dieses ganze viele Essen und so, das macht mich immer träge im Alltag. Ich bin eher so der Typ, der ja, Diät mehr mag. Wahrscheinlich anders wie die meisten. Aber den Umständen entsprechend geht's mir sehr gut. Für meine 117,5 Kilo gerade ein ordentliches Training gemacht. Keine Wehwehchen, es zwickt nichts. Also für Bodybuilder geht's mir sehr gut gerade. Wie bist du zum Bodybuilding gekommen? Ah, das wird man so oft gefragt, ne? Ich war halt immer so der sportliche Typ, das heißt, ich habe schon immer irgendwas mit einem Wettkampf gemacht. Sei es Boxen, Fußball, Tischtennis. Und ich bin dann zur Bundeswehr gekommen. Da war das alles nicht mehr so möglich mit den Wettkampfsachen. Und da gab es dann die Entscheidung zwischen, ich sauf abends Bier und zock irgendwelche Online-Spiele und ich gehe ins Fitnessstudio. Und so als Kind fand ich schon immer Jean-Claude Van Damme cool und so trainierte Körper. Einfach nach jedem Dienst bin ich ins Fitnessstudio gegangen, hatte gar keine Peilung von nichts. Aber das ging halt recht schnell, also fixer wie bei den anderen, man hat dann Erfolge gesehen. Ja, und dann war wieder mein Trigger im Kopf, dass man halt besser werden will, weil ich irgendwie immer auf Wettkampf stand. Und dann habe ich mir gesagt, komm, dann ziehst du das jetzt durch. Hab dann wirklich aufgehört mit Alkohol trinken, aufgehört mit Rauchen, hab Team Andro und jeweils irgendwelche Foren durchstöbert von Roman Fritz mit einem Zettel und einem Stift, alles aufgeschrieben, was die anderen Profis so machen. Ja, und dann gibt es so eine ZAW beim Bund, das heißt zivile Aus- und Weiterbildung, die ist 21 Monate. Ich war am Arsch der Welt im Saarland. Da konnte man eigentlich gar nichts machen außer Bodybuilding und so hat sich das alles dann eigentlich ergeben. Ne? Ich war da 21 Monate, kam wieder und dann haben die Leute gesagt, Alter, was hast du denn gemacht? Du siehst ja krass aus. Da war ich halt noch ganz lange natural, also ich habe 5-6 Jahre gar nichts gemacht. Irgendwann haben die Leute dann angefangen zu sagen, hier, du nimmst doch was und bla bla bla. Und dann kam auch schon ziemlich schnell der erste Wettkampfgedanke. Das fand ich so kacke eigentlich, also die Diät. Dass ich mir gesagt habe, das machst du nie wieder. Und ich habe dann, ja sag ich mal, zum Glück für jetzt alles gewonnen, wo ich gestartet bin. Und bin dann, weil es dann so dieses Wettkampf-Feeling, ja, du hast da was durchgezogen, hast auch gewonnen. Dann bin ich bei dem Sport geblieben und ja, das mache ich jetzt schon seit gut 12 Jahren. Oh. 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 Was bedeutet Bodybuilding für dich? Wenn man ganz, ganz ehrlich ist, ist das, ich will das gar nicht so für später sagen, was man ist, wenn kein Bodybuilding mehr ist. Also erstmal davor weg muss ich sagen, ich war nie so der Beziehungstyp, wenn man mich verfolgt. Ich habe vor 2,5 Jahren jetzt meine Frau kennengelernt. Die hat schon mal mein ganzes Leben verändert, auf jeden Fall. Aber da kommt dann schon Bodybuilding für mich. Also ganz doofe, das heißt doofe Geschichte, so immer wenn irgendwas Schlechtes passiert ist im Leben, sei es ich bin zum Beispiel mit meiner Oma groß geworden oder die hat mich Hauptteil großgezogen, weil meine Eltern gearbeitet haben, die ist dann irgendwann gestorben, ich war in meiner Vorbereitung für den ersten Wettkampf und einfach in dem Moment habe ich nur gedacht, okay, du musst jetzt irgendwie Bodybuilding weitermachen und das hat mich halt so davon abgelenkt, dass man halt irgendwas Festes, Greifbares hat und ich kann mir momentan noch gar nicht vorstellen, was ich mache, wenn ich kein Bodybuilding mehr mache, also mit meiner Frau zusammen ist das so die beiden Sachen im Leben, die mir eigentlich das Wichtigste sind. Der Sport, die Frau, Familie, ja. Stop.
Das war ein guter Satz. Was stört dich an Bodybuilding? Also, wenn man mal ehrlich ist, das sind alles Sachen, die sollten einen eigentlich nicht stören. Es gibt so viel Scheiße im Leben, die passiert. Klar, so der Trend ist irgendwie, dass die Jüngeren irgendwie nicht mehr richtig trainieren, weil die alle von Social Media geschädigt sind und dann hängen die mit 60 Kilo am Iliabohr, am Kabelturm. Aber das soll mich ja freuen, dann gibt es weniger Konkurrenz später für mich. So ein bisschen die Entwicklung vom Bodybuilding finde ich, das heißt nicht schade, also ich finde es schön, dass die ganzen jungen Menschen zum Sport kommen, dass die alle regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, aber ich sag mal so vor 10 Jahren, als man angefangen hat, da hat man mit dem Sport irgendwie anders angefangen. Da gab es diese ganzen Informationsquellen, Social Media noch gar nicht. Da hat man einfach versucht, stark zu werden und schwer zu trainieren. Aber das sind Kleinigkeiten. Von daher, Doping gehört auch voll mit dazu. Das ist natürlich keine schöne Seite von dem Sport. Vielleicht auch eine Seite, die mich unterbewusst ab und zu mal so ein bisschen beschäftigt. Mit was ist später, wie geht's einem später im Alter, wie lange kannst du den ganzen Sport machen. Wovor hast du Angst? Ich habe eine ziemlich dumme psychische Erkrankung für diesen Sport. Also eigentlich rede, was heißt nicht gerne darüber, aber so über Schwächen. Ich bin ziemlich hypochondamäßig veranlagt. Also das heißt, ich steigere mich so extrem schnell in Sachen rein. Wenn ich einen Kratzen im Hals habe, dann habe ich nach 1-2 Wochen irgendwie Lungenkrebs oder sonst irgendwie was. Oder wenn ich mal ein Stechen im Kopf habe, dann denke ich, ich habe einen Tumor. So, ich weiß nicht, wenn Leute damit Probleme haben, klingt jetzt so lustig, aber ich bin teilweise echt ins Krankenhaus gelaufen, weil ich gedacht habe, ich sterbe und war eigentlich nichts. Ne? Die haben dann gesagt, ja, sie haben eine Panikattacke. Von daher mache ich mir schon Gedanken. Aber was mich eigentlich mehr was mir mehr Angst macht, ist, was mit meinen Lieben passiert. So, ich könnte mir das zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, wenn meine Frau nicht mehr wäre. Also, das sind Sachen, ich gucke abends Fernsehen, wir gucken einen Film, wo, keine Ahnung, typischen Actionfilme, Frau wird umgebracht vom Typen so und dann denke ich mir so, alter Schwede, wenn das passieren wird, das wäre, glaube ich, so das Schlimmste, was ich mir momentan im Leben vorstellen könnte. Und ja, klar, über mich, über meine Zukunft mache ich mir auch so ein bisschen Gedanken. Also ich würde super gerne mal später irgendwie auswandern, ich sag mal so die Hütte im Wald, irgendwo fernab von Zivilisation mit meiner Frau, bisschen... Ja, das Leben genießen und dafür müsste man dann natürlich im Alter auch noch fit sein. Und da ist dann der Gedanke mit dem Stoff natürlich irgendwie immer so ein bisschen mit im Spiel. Ich mache regelmäßig Blutbilder, Checkups beim Arzt und bisher habe ich alles gut weggesteckt. Und Michael Schumacher hat mal einen coolen Spruch gesagt, wenn du der Beste sein willst und jedes Mal was passiert oder auch nicht und du fährst nur mit 90% jedes Rennen, dann wirst du auf jeden Fall kein Rennen mehr gewinnen. Und von daher denke ich mir, ich meine das jetzt nicht mit 100% Stoff, also versteht das nicht falsch, ne? Aber würde man den Sport betreiben und sich denken, was wäre wenn, was ist, wenn ich jetzt 220 Kilo Kniebeuge, könnte ich mir meinen Quadrizeps reißen, was ist jetzt, wenn ich 180 Kilo auf der schrägen Presse drücke, könnte mir eventuell meine Brust reißen, ich mache mal nur 10% weniger, ja, dann wirst du nichts reißen in dem Sport. Also ich gebe immer 100% und solange wie das geht, mache ich es. Kannst du dir ein Leben ohne Bodybuilding vorstellen? Ja, also aktiv ist auf jeden Fall Feierabend. Aber ich sag mal, ich werde, glaube ich, bis in den Rollstuhl oder bis in den Sarg werde ich irgendwie pumpen, irgendwie für mich Sport machen. Ich habe mir gesagt, ich versuche noch bis 40 den Sport aktiv zu betreiben. Ich habe, ja, wie gesagt, recht spät angefangen, halt auch recht spät Gas gegeben mit PEDs. Von daher denke ich, ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Ich wachse momentan sehr, sehr gut. Und so ab 40 würde ich dann eine THT Plus machen, vielleicht auch noch mal ein bisschen Aufbau für den Winter und ein bisschen Cutten für den Sommer. Aber dann werde ich mich auf jeden Fall so aus dem aktiven Sport zurückziehen. Aber meine nächste große Leidenschaft ist halt das Coaching und das werde ich wahrscheinlich dann so lange machen, wie es mir irgendwie möglich ist. Was geht dir durch den Kopf, wenn du hörst, dass ein Athlet aufgrund des Sports verstirbt? Ganz ehrlich, das trifft mich immer doll, auch wegen meiner blöden Psyche, also das geht nicht kalt an mir vorbei.
ich versuche auch immer so ein bisschen die Scheuklappen dann aufzusetzen und beschäftige mich nicht so viel damit. Klar, also das trifft einen schon und man weiß ja auch, dass das einen selber so ergehen könnte, aber wie gesagt, ich versuche das einfach ja, so ein bisschen von mir wegzudrücken. Ich versuche das Ganze so gesund wie möglich zu machen, regelmäßig alles zu kontrollieren. Auch so Kleinigkeiten wie, ich messe einmal die Woche oder teilweise, wenn es mit dem Gewicht schnell hochgeht, zweimal die Woche meinen Blutdruck, meinen Blutzucker. Ich schaue, dass der Hämatokrit dann immer in Range ist. Alle 3-4 Monate mache ich immer ein großes Blutbild mit allen wichtigen Markern. Und das beruhigt mich dann einfach immer im Kopf ein bisschen. Wenn ich das zu doll an mich rankommen lasse, auch aufgrund meiner Vorgeschichte, glaube ich, dann könnte ich den Sport nicht mehr so betreiben, wie ich es gerne machen möchte. Und dann würde mich das aus meiner Routine rausbringen. Gerade wo jetzt auch die deutschen Bodybuilder oder der deutsche Bodybuilder jetzt vor kurzem gestorben ist, den man dann auch persönlich kannte, so das ja, lässt einen schon nicht kalt, aber ich glaube halt einfach, das klingt doof, aber das gehört zu dem Sport dazu. Und im Leben sterben auch andere Sportler, ich sage jetzt mal, die nicht PEDs nehmen, früh, spät, manche haben Vorerkrankungen, der Dallas McCarver hatte zum Beispiel angeborenen Herzfehler. Ja, ich möchte es nicht schönreden, aber ich möchte es mir auch einfach nicht kaputt reden, weil ich den Sport liebe. Und auch vielleicht jetzt was Doofes oder was man so vielleicht nicht vor Kamera sagen würde, würde es keine PEDs geben in dem Sport, ich würde den Sport wahrscheinlich gar nicht betreiben. Ich mag diesen extremen Look. Ich will nicht 75 Kilo mit Sixpack wiegen, sondern ich will 115, 110 Kilo wiegen. Ich mag dieses Extreme. Von daher muss man sich dann damit abfinden, dass das halt in dem Sport ja, Folgeschäden haben kann. Take me back to the old dirt road where mama and papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the tree. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the old dirt road. Gibt es einen Punkt in deinem Leben, der dich besonders geprägt hat? Ja, also, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ja. Ich war früher nicht, wie soll man das denn sagen? Ja, also ich hatte viele, bin gut rumgekommen im Leben, viel Scheiße gemacht, auch viele verschiedene Beziehungen vorher geführt und habe nie gedacht, also ich habe eigentlich immer gedacht, okay, das ist halt deine Art, so bist du, du wirst niemals irgendwie bei einer Frau bleiben. Und dann war es eigentlich wirklich so wie aus dem Zufall. Ich bin gerade eigentlich in die ganz falsche Richtung so abgedriftet und das wäre dann auch so ein bisschen Richtung Rotlicht gegangen. Ich hatte mich schon mit 2-3 Frauen getroffen. Hatte auch einen Kontakt zu einem Laden hier, wo ich die Frauen dann hätte hinbringen können zum Arbeiten. Ja komm, zähl's einfach. Dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und klar, habe mir dann gedacht, okay, die passt ja perfekt. Ich meine, ne, tätowiert, große Brüste, dicke Lippen. Eigentlich so genau das, was ich gut finde. Aber das war dann doch nicht so. Die Frau hat dann eigentlich, wenn ich ehrlich bin, so das Leben verändert, also in alle Richtungen. Ich bin, boah, das habe ich auch noch nie allerdings erzählt. Ich kann mir keine Sachen mehr von mir selber angucken von früher, weil ich die Person früher so scheiße finde und mich darüber so ärgere, wie ich früher war. Das macht mich innerlich richtig sauer, wenn ich sehe, wie ich früher war. Klingt jetzt vielleicht voll doof und vielleicht versteht man das auch nicht.
Aber ich sag mal, egal was jetzt passiert ist, dass ich Profi geworden bin, dass die Firma so gut läuft. Auch privat, ich hatte noch nie so ein geordnetes Leben. Ich hatte immer irgendwo Geld und bin auch immer super klargekommen, aber ich hatte noch nie so ein geordnetes Leben und ich finde es einfach, das ist so der Punkt in meinem Leben, der alles zum Guten verändert hat. Also wirklich, sei sportlich, privat. Ja, eigentlich ist es der Tag, an dem ich meine Frau kennengelernt habe. So, das war für mich der wohl prägendste Tag so im Leben. Das war die Geschichte von Dom. Ein Athlet, wie er im Buche steht. Wenn du den Content feierst, dann geh auf www.big-sound.de und gönn dir mit einem Athletencode deiner Wahl geile Supplements. Bleib sauber.